Wir Deutschen sind zu dick. Immer wieder kriegen wir das zu hören. Unser verqueres Schönheitsideal ist das eine. Viel schlimmer aber ist die gesellschaftliche Schuld, die man als Dicker hat. Dicke, so heißt es, kosten das Gesundheitssystem Milliarden. Die Bundesregierung ruft zum Kampf gegen die Röllchen auf und vermeintlich dicke Kinder werden monatelang in Kurkliniken gesteckt. Ulrich Hackmann. Carina ist eines jener Kinder, die in Deutschland derzeit am Pranger stehen. Carina galt schon in der Grundschule als übergewichtig. Seit ihrem 11. Lebensjahr wurde sie mit Diäten gequält. Erfolg? Am Ende war Carina 60 Kilo schwerer. Ich habe so viele Diäten gehabt, dass ich danach, nach der Diät hatte ich halt immer so ein Verlangen nach normalem Essen. Und das war dann auch schon gar nicht mehr normales Essen. Es war halt dann schon viel zu viel Fett und alles. Und dann wurde ich halt immer mehr dicker, weil das hat mich im Kopf richtig krank gemacht. Mit immer Diät, 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 ich bin zu dick. Und dann, also das macht einen richtig krank. Auch Tizia kämpft seit ihrer frühen Kindheit gegen angebliches Übergewicht, weil ihre Umgebung, Kindergärtnerinnen und Lehrer, das so wollten. Erfolg? Auch Tizia wurde immer dicker. Kindergärtnerinnen und die Lehrerinnen haben halt alle gesagt, dass ich kräftiger und dicker bin als die anderen und dass es nicht so passen würde. Und ja, so hat das eigentlich alles angefangen. Tizia und Carina, zwei Kinder, die dicker wurden, als sie sein müssten, weil sie unter Druck gesetzt wurden. Den größten Druck gegen Dicke übt derzeit die Politik aus. Fit statt Fett. Mit einem nationalen Aktionsplan sollen die angeblich zu fetten Deutschen in Schwung gebracht werden. Denn laut Bundesregierung sind 2/3 der deutschen Männer und die Hälfte der Frauen übergewichtig oder adipös. Doch wer durch deutsche Städte geht, sieht längst nicht so viel fette Menschen. Schließlich müsste mehr als jeder zweite Mann auffällig übergewichtig sein. Woher stammen die Horrorzahlen? Obwohl wir schon im Januar um ein Interview baten, hat die neue Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner angeblich keine Zeit. Wir passen sie deswegen letzte Woche beim sogenannten politischen Aschadonnerstag der Würzburger CSU ab. Wo kommen Sie denn zu solchen Zahlen? Wo haben Sie die her? Es gibt seit Untersuchungen. Wenn man sich umschaut, die Herren sind hier nicht so dick. Da müsste ja jeder zweite, mehr als jeder zweite deutsche Mann. Da kommen wir jetzt sagen, wir haben ja gute Auslese. Aber ja, wie gesagt, das gibt halt Statistiken, wo man das raussuchen kann. Aha, so läuft das. Einfach eine Statistik heraussuchen. Laut Bundesregierung gilt als übergewichtig, wer einen BMI über 25 hat. Der Body Mass Index berechnet sich nach Gewicht in Kilogramm geteilt durch Körpergröße in Metern zum Quadrat. Der Arzt und Publizist Gunter Frank hat einen BMI von 26. Ist dieser Mann mit knapp 50 Jahren wirklich zu dick? Ich habe einen Body Mass Index von 26 und gehöre zu diesen typisch deutschen übergewichtigen Fettsäcken. Und das sieht man schon, wie absurd diese Einteilung ist. Es gibt keine Daten, die dahinter stehen, und diese Einteilung ist nicht geeignet, um Gewicht zu beurteilen. Auch die Therapeutin von Carina und Tizia warnt vor Hysterie und Panikmache mit falschen Zahlen. Denn krankhaft übergewichtig im medizinischen Sinne sind weitaus weniger Menschen, als die aufgeregte Diskussion glauben macht. Ich denke, dass dieser Schlankheitswahn, den wir momentan haben, und diese Gedanken aus der Erwachsenenwelt, also gut und erfolgreich ist nur, wer schlank und attraktiv ist, jetzt auch immer weiter runter zu den Kindern sich bewegen und die Kinder natürlich auch anfangen, ich bin besser als du, weil ich dünner bin, ja, oder weil ich schlanker bin. Uniklinik Essen. Hier werden übergewichtige und essgestörte Kinder therapiert. Der Leiter der Abteilung, Professor Hebebrand, hat seine Erfahrungen in einem Buch zusammengefasst. Irrtum Übergewicht. Darin warnt er, Präventionsprogramme können mehr Schaden als Nutzen. Man kann sich bei Jugendlichen beispielsweise fragen, ob die durch solche therapeutischen Maßnahmen nicht die Stigmatisierung zunehmen könnte. Man könnte sich auch fragen, inwieweit die Erfolglosen nicht hinterher schlechter dastehen, als sie vorher eigentlich waren. Das ist ja immerhin dann ein sehr frustrierendes Erlebnis. Ich habe persönlich versagt. Dabei muss man einfach von vornherein konstatieren, dass einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, dass man erfolgreich dauerhaft abnimmt, sehr klein ist. Die Präventionsprogramme der Bundesregierung richten sich mittlerweile auch an die Kleinsten, in Kindergärten und Kindertagesstätten. Wenn ich dann lese, dass ein Kindergarten beschlossen hat, den Geburtstagskuchen wegen des Zuckergehalts abzuschaffen und stattdessen
als besonderes Essen Vollkornsemmel bestrichen mit Butter oder alternativ Bananenquark anzubieten, also um die Kinder zu einer gesunden Erziehung zu ziehen. Ich meine, da kann ich mir sagen, können Sie sich vorstellen, Ihren Geburtstag mit Vollkornsemmel mit Butter beschmiert zu feiern? Auch bei Dr. Frank füllt sich die Praxis immer mehr mit besorgten Patienten, die glauben, ihre Kinder oder sie selbst seien zu dick. Der Arzt macht dafür vor allem die Präventions- und Abspeckprogramme verantwortlich. Verantwortlich gemacht werden nicht die falsch konzipierten Programme, sondern der Teilnehmer. Er ist schwach, er hat keine Disziplin. Und ich habe hier wirklich Dutzende, auch mehr als Dutzende Patienten, die mir unter Tränen berichten, dass sie alles probiert haben und glaubwürdig alles probiert haben und scheitern und dann von ihrer Umgebung dafür verantwortlich gemacht werden. 30 Millionen Euro kostet das Ganze, das ist viel Geld, ja, wenn man nicht genau weiß, was unten rauskommt. Auf 3 Jahre und pro Ministerium jeweils 5 Millionen. Ich glaube, das sollte uns im Vergleich zu dem, was die Gesundheitskosten sind, auch in so einen Aktionsplan wert sein. 30 Millionen Euro Steuergeldern, das sind nur Peanuts für Politiker heutzutage. Trotzdem viel Geld für Programme, die wahrscheinlich keinem helfen. Carina und Tizia, die beiden Kinder, die durch Abspeckprogramme dicker wurden, sind jetzt in einem Anti-Diät-Programm. Der Kühlschrank ist reich gefüllt, alle Lebensmittel sind erlaubt. Die beiden versuchen, normal zu essen und vor allem so wenig wie möglich über das Essen nachzudenken. Experten sagen, das sei sowieso das Gesündeste.